So, wir sind da jetzt drei Goldswil, hä? Das sind die Kuh mit dem Velo dabei. Also, das Loch da hinter mir, das nennt sich auch so das Weibelloch. Der Mineraloge Weibel aus Basel hat um 1828 nach Steinkohle graben und das gleiche Tunnel für Fußgänger nach Mümmliswil ausbauen wollen. Aber wegen Geldmangel hat man dann das bald eingestellt. Okay, gehen wir weiter dort. Alles schön im Wald rauf. Also, von da unten sind wir gekommen.
ich euch jetzt gerade zeigen, dass wir hier hinter links sind. Das ist das Schelmloch. Das rendiert sich, also sehen hinter mir. Es lohnt sich hier kurz den Abstecher zu machen. Wir müssen ja auf dem gleichen Weg zurück, so wie es auf der Tafel steht. Das sieht sicher noch spannend aus, wenn es gefahren ist. So wie vorher, dort, wo ich euch den Fels gezeigt habe. Wo die Leute dann scheinbar klettern. Hier oben sind ja gerade unterlaufen. Ja, also, wir fahren jetzt wieder zurück. Und dann geht es da weiter. Gut. Wunderbar. Und da sind wir jetzt gekommen. Und da geht es wieder weiter rauf. He? Also, kommen wir mit, sind dabei, das ist spannend bis jetzt. He? Also, von da unten sind wir jetzt gekommen. Da oben sind wieder die Markierungen. He? Jetzt gehen wir aber nicht mehr im Rot-Weissen nach. Sondern wir gehen direkt hier rechts um eine Ecke. He? Von hier sind wir gekommen. Und da unten haben wir einen Aussichtspunkt. Da zeige ich euch jetzt, wie es aussieht, wenn man hier runter schaut. So, jetzt stehe ich also da unten. Hier seht ihr aber hier unten ist Reigoldswil. Gehen wir ein bisschen näher ran, es hat leicht Nebel. Von hier unten sind wir jetzt gekommen. Und, hat es euch gefallen? Schön, das lohnt sich hier, die Route zu laufen, die ich euch mitnehme. Ja. Das ist vielleicht ein Umweg he, zu den Ruinen, aber das ist nicht so tragisch. Weil es dort wahrscheinlich nicht viel zu sehen gibt, he, ist das natürlich jetzt ist der Wegsziel. Der Strasse hier he, haben sie ja neu gemacht. Okay, noch eine kurze Zwischeninformation. He. Landschaft, wir sind von hier gekommen. Haben hier Nebel überall, sieht lässig aus. He. Ist zwar alles zu milchnebelig voll, es liegt nicht nur im Tal. Aber auch das sieht schon interessant aus. He. Hier ist schon weit runter. Und je weiter rüber wo wir gehen, in die Richtung, wo wir jetzt wandern, da sieht man, kommt noch nicht ins Tal, aber dort hängt er oben drauf. He. Also gehen wir jetzt hier einfach weiter im Wanderweg in dieser Straße entlang. Also, wir haben gesehen, wir haben es hier durch müssen. Für die, die vielleicht eher Angst vor Pferd oder so haben, ist es vielleicht nicht ganz optimal. Weil wir haben ja gesehen, das Gatter, wo man aufmachen und wieder schließt, das führt einem hier direkt durch eine schöne, grosse Weide, wo
Pferde draussen sind. Einfach, dass ihr das auch wisst. He? Ja, habt ihr es gerade gesehen? Empfehlenswert, wenn dort schon so eine Tafel ist. He? Wir nehmen den Weg da zwischendurch durchs Gatter, weil da sind wir jetzt gerade wieder rausgekommen. Da würde ich also nicht über den Hof gehen. Hat vielleicht seinen Grund, he? Da haben sie ein bissiger Hund oder keine Ahnung was. Ja, da stehen schon die einen oder anderen Pferdchen. He? Und wir müssen jetzt, so wie es aussieht, hier, wenn wir rausgekommen sind, links rauf. He? So noch können wir vielleicht nicht überall in den Pferd. Das sieht man höchst selten vielleicht, dass man so noch beim Hof vorbei kann, wo man eigentlich Pferd schon fast streicheln könnte. Oh. Oh, das ist schön. Das sieht schön aus hier mit dem Kopf da unten. Ein schöner Kopf. Mit einem weißen Streifen vorne drauf. Toll, hä? Oh, also, und für uns geht das weiter irgendwie dort in den Wald rauf. He? Mit dem müsst ihr natürlich auch rechnen. He? Also, überlegt euch, ob ihr meine Route laufen wollt. Oder laufen jemand anders durch, wenn ihr die Ruine sehen wollt. He? Ich bin jetzt von hinten unten raufgekommen, beim Hof, he? Wo das jetzt hier runter geht, die Bürte. Und nachher laufen wir einfach geradeaus weiter, gehen richtig Ulmenhöhe, Seven und so weiter. Das heisst, in die Richtung. Jetzt halte ich wieder einmal an kurz, bevor ich etwas esse. Von da vorne haben wir die Wiese gesehen, dort hat es rechts oben eine Feuerstelle. Wenn ihr nachher alles geradeaus weiterlauft, kommt ein Gatter, wo ihr durch müsst. Dann können wir da noch weiterlaufen und dann kommen wir hier an, wo ich jetzt bin. Hier oben hat es noch eine Feuerstelle. Und das hier ist wieder ein schöner Platz. He? Hier hat es auch eine tolle Feuerstelle. Mit einem Häuschen, he? Wunderbar. Bänkchen zum Sitzen und eine Aussichtsplattform, he? Wo wir jetzt leider nicht viel sehen, weil es neblig ist. Und scheinbar fliegen hier Amis Leute fliegen, weil da unten steht etwas drauf. An alle Pilotinnen und Piloten, Luftraumregeln, die sie einhalten müssen, weidende Pferde und so weiter. Eben, die weidenden Pferde, das hat nämlich genau mit dem zu, was ich euch vorher dort erzählt habe, wo wir durchgelaufen sind, wo wir die Pferde gesehen haben. Und ich laufe jetzt noch ein Stück weiter führen. Hier mache ich jetzt noch keinen Halt, warum nicht? Ihr seht es gerade. Gehen wir mal da vorne, da vorne kommt wieder ein Gatter und nach dem Gatter gehen wir rechts rauf zu einer Feuerstelle. So, ich filme jetzt gerade, ich bin jetzt hier angekommen und warum ich jetzt nicht die Feuerstelle benutzt habe. Ha, warum soll man eins machen, wenn es schon eins gibt? Ich habe die zwei gefragt, die da sind. Also grille ich hier, mache meine Pause jetzt hier. Wunderbar, he? Jetzt hat gerade noch für ein paar Minuten hier, wo die Sonne durch die Wolken durchschaut.
Die anderen, die hier gesehen sind, sind mittlerweile auch wieder weiter. Ich gehe demnächst auch weiter. Ich trinke jetzt noch gemütlich ein bisschen fertig. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen Sonne genießen hier, aber es ist halt eben leicht bewölkt heute. Man sieht schon, es wird schon wieder ein bisschen dunkler. In die Richtung, wo ich laufen muss, ist auch mehr Nebel. Also, ja, man merkt das schon. Hey, das ist krass. Kaum sind Wolken da, wird es gerade wieder frisch. Schade, hey? Jetzt wird es wahrscheinlich gar wieder heller. Ich sehe dort ein Loch in der Wolke. Ja, jetzt sollte ich dann gar wieder ein bisschen Sonne bekommen. Hey, jetzt werden wir den Effekt schnell abwarten, wie wir sehen, wie es wieder heller wird. Mal schauen, ob die Wolken so durchziehen. Hey, ja. Oh, schön. Das merkt man gerade. Jawohl, schau. Ich habe mir hier ein Gläschen Wein mitgenommen. Jetzt stellen wir hier das Ding einfach in die Glut rein. Hier drauf. Das Plastikbecherl. Man sieht, wie es dampft. Das wird richtig schön warm. Sollen wir hier blasen? Also ihr seht, es ist richtig glühend warm und das Becherle, das Becherle schmelzt nicht so schnell. Dafür habe ich jetzt ein Glas warmen Wein. Wir laufen alles geradeaus weiter. Das Tor ist irgendwie fixiert, das müssen wir nicht schließen. Also jetzt im Grund vermutlich, dass es offen ist. Dann sollte es hier... Ah ja, jetzt geht es hier runter. Schauen wir mal, seht ihr schon. Hier wird es schon wieder dunkler. Hier ist fertig Sonne, hier ist Nebel. Ziemlich bewölkt, weiterhin der Nebel, darum kommt keine Sonne durch. Ja, da war auch noch eine Feuerstelle. Ja, hat viele Feuerstellen hier. Da hinten ist auch mal eine Feuer gemacht. Spannende Sache da, ist schön zum Laufen. Jetzt haben wir gerade die Landschaft gesehen. Und zum zeigen, wie frisch das es hier immer noch ist, schauen wir hier mal schnell am Boden. Ihr seht, das ist hier zum Teil noch gefroren, weil hier halt einfach nicht viel Sonne ankommt. Ja, hä? Okay, gehen wir weiter. Nachdem wir dann hier unten angekommen sind, seht ihr hier wieder eine Tafel. Es hat schon mehrere von denen gehabt, als ich dort oben unterwegs war. Und zwar seht ihr hier einen Vogelzugweg. Das ist der Punkt 5 auf der Karte. Weil hier unten drunter, wenn ihr die ganzen Bilder anschaut, eben, weit unten, dort unten drunter, habt ihr auch noch eine Kartenübersicht von geologisch. Also, wie sieht es hier aus, von oben? Und Punkt 5 scheint hier der zweitletzte zu sein. Ich weiss jetzt nicht, wo mein Weg mich hier jetzt durchführt, aber vermutlich schon zum 6. Und mein nächstes Ziel, so wie ich mich hier jetzt informieren lassen habe, ist Stierenberg. Also ich muss auf den Stierenberg. Und von dort kommen wir dann wieder einen oben runter, wo wir dann nach Bretzwil kommen, wo wir dann mal einmal zu den Ruinen gelangen würden. Also, gehen wir weiter. Und schauen, was uns hier noch so erwartet auf diesem Weg. He? Wir sind jetzt von oben runtergekommen. Und hier hinten unten haben wir noch Lauwil, das ist das, was wir gesehen haben. He?
ganz weit hinten sehen wir. Ja, da scheint noch ein bisschen die Sonne. Wenn wir das Bergpanorama hier hinten anschauen. Hügel, Berge, wie auch immer. Schön, he? Irgendwo dort oben müssen wir jetzt. He? Also, ja, wenn wir jetzt oben runtergekommen sind, sehen wir hier hinter mir die Tafeln. Und das bedeutet, gemäß dieser Tafel, wenn ich vorher Stierenberg gesagt habe, gehen wir jetzt hier richtig links an dieser, ja, links anstatt rechts an der Hauptstrasse, weil ich sehe auch schon bereits da vorne die sechste Vogelpunktkarte. Also müssen wir hier in die Richtung laufen. Ich bin jetzt gerade mal überlegen, die zeigt leicht links, also müssen wir hier hinten in die Richtung. Ja, da haben wir noch so eine Sicherung, ja, quasi, mehr oder weniger. Die kenne ich jetzt auch anfangen. Nachdem ich mit Velodur unterwegs war, habe ich die auch schon getroffen. Da kann man einfach durchlaufen bzw. durchfahren. Und mein Eindruck hat sich nicht täuscht von hier oben. Ja. Wir werden hier schräg rauf müssen. Also ihr seht ein bisschen nach Matsch, Dreck aus. Nicht gerade sehr befestigt, aber ja, das sehen wir richtig. He? Hier Stierenberg, das heisst, wir gehen dort oben rechts. Wir sind in Ulmenhöhe jetzt hier. He? Also geht das hier jetzt rauf. Ja, Hauptstrasse, hier rauf. Ja, da wo wir jetzt rauf gehen, wo ich gesagt habe, he? Sehen wir gerade noch. Das ist ein Jubiläumswanderweg, der hier mal errichtet worden ist. Also, gehen wir unter einem Baum durch. Da, he? Aha, ohne dass ich es gewusst habe. He? Ich habe eigentlich eher gefilmt, um euch die Wandertafel zu zeigen. Aber da müssen wir scheinbar etwas frei machen, dass wir durch können. He? Also, wenn ihr hier runterlauft, he? Überhaupt den ganzen Weg, habe ich bis jetzt noch nicht erwähnt. Empfiehlt es sich, einen Schuh anzulegen, der ein kleines Profil hat. Also wenn ihr jetzt mit den Stadtskielen unterwegs sind oder ihr meint, im Sommer könnt ihr hier mit euren Sandaletten laufen. Das würde ich euch jetzt nicht empfehlen. Ich merke es schon mit meinen Schuhen, ich habe da auch schon ziemlich ein Profil dran. Aber wenn die sich mit Dreck füllen, dann rutscht es dann hier auch schon ein Stückchen umeinander. Also nur, dass ihr es gewusst und gesehen habt. Was ihr macht, müsst ihr ja selber wissen, aber wie ihr wisst, falls ihr das wisst. He? Ups, genau, habt ihr gesehen, he? Da rutscht man. Darum zeige ich euch immer, wie das Gelände beschaffen ist, damit ihr euch dementsprechend könnt vorbereiten, wenn ihr das macht. Dann passiert euch nicht das wie mir. Genau jetzt, wo ich erzähle, dass man rutschen kann, rutsche ich auch. Jetzt bin ich die ganze Zeit noch nie gerutscht. He? Also, ja noch. Gut, so ist es. He? Live quasi. Da wird nichts geschnitten. Bis heute schon dreckig von den Hosen an. Das hier soll da unten Stierenberg sein. He? Also hier der Stierenberg. Jetzt sind wir also schon langsam am Nähe von unserem Ziel. Nein, da geht es nicht durch. Wandertafeln. Das sind die Gälen, wo man normal immer läuft. He? Wenn nichts anderes mehr signalisiert ist bis jetzt. He? Dann gehen wir dann Wanderschild nach. Ja, das ist ziemlich rutschig und es geht leicht bergab. Da haben wir so ein Wanderschild. He. Dort unten schauen wir dann weiter, was dort zu sehen ist, he, wo wir durch müssen. Okay, he, jetzt sind wir hier. Da sehen wir wieder eine Wandertafel. Und wenn ihr hier runterkommt oder von der anderen Seite, wie auch immer jetzt das Laufen, hier oben gibt es noch so eine Wirtschaft. He. Das nennt sich Bergwirtschaft Stierenberg. Das heisst, wir müssen hier gemäss Wanderweg hier durch. Ich laufe jetzt an diesem ganzen Gebäude vorbei. Und von weitem sehe ich hier bereits schon die nächste Tafel.
wo wir dort vielleicht links müssen oder geradeaus. Ich kann es noch nicht ganz urteilen, aber wenn Stierenberg links ist, vermute ich mal, wir müssen vorne links runter. Von vorne erzähle ich weiter. So, ja, jetzt stehen wir von dieser Tafel, wie ich von weitem schon gesehen habe. Das ist Stierenberg, he? Auf 953 Meter. Hinter das Restaurant. Und auf der Tafel. Auf der Tafel könnt ihr so oberst lesen: Rammstein. Wir gehen jetzt in die Richtung. Und gleichzeitig müssen wir auch in die Richtung Pretzwil. Also, es geht beides in die gleiche Richtung. Dann sind wir hier auf dem richtigen Weg. Und schauen, was weiterkommt. Weil vermutlich scheint das ausgeschildert zu sein, so wie mir zwei andere gesagt haben, mit denen, die ich hier oben gegessen habe. Okay, jetzt sind wir hier unten. Jetzt die Tafel so anschauen. Jawohl. Dann müssen wir hier jetzt rechts, wenn wir oben abgekommen sind. He? Rammstein und Pretzwil, die beiden Angaben sind immer noch da drauf. War auch ein bisschen erfreut, wenn der Weg so ein schöner Weg ist. He? Da können wir nämlich jetzt hier laufen. Das ist wunderbar. In der anderen Richtung hätten wir einen Härtestrasse gehabt. Das hätte mich nicht so erfreut. Aber wäre der Rammstein gestanden, wäre ich halt dort durch. He? Könnte sein, he? Da sind wir richtig. Für die, die da sonst durchlaufen, he? Manchmal könnte es sein, dass das Gatter zu ist, wenn Fidus ist. Da vorne geht der Wanderweg rechts, das heisst der Strasse entlang. Da sieht es auch recht schön aus mit den Felsen. Aber ich vermute mal, das könnte, nein, ist es nicht. Aber Ruine Rammstein hat auch so ein Schild, wie mir die anderen zwei erzählt haben. Aber das ist nicht die. Also gehen wir weiter hier. He? Feuerstelle. Ja, da rechts von mir jetzt noch Tafel mit Feuerstelle. Da hat es nochmal eine Feuerstelle. He? Super. Das hat hier mehr als genug. Ja, sieht toll aus. He? Ja, unmittelbar. He? Nachdem ich vorher erzählt habe, Feuerstelle. Seht ihr da hinten auch. He? Die tolle Feuerstelle. Hier hat es gerade noch ein bisschen Aussicht. Aber jetzt geht es weiter. Ja, das heisst, normalerweise, also ich weiss nicht, hier geht es links und rechts. Ich habe jetzt hier extra kurz gehalten, weil hier ist eine Verzweigung. Es hat keine Tafeln, aber ihr müsst die Augen ganz gut aufmachen. Die gelben Markierungen sind hier in die Richtung schon ausbleicht, ziemlich. Und wenn wir hier links gehen, sehen wir nämlich noch ganz leichte Markierung. Deswegen müssen wir hier links entlang, he? Hier runter. Ja, da geht es wieder runter. He? Wie schon zum genannten Thema, he? Passend Schuhwerk. Ihr könnt nicht davon ausgehen, dass ihr hier, ja, im Sommer eher, he? Aber im regnerischen Gebiet, regnerischen Tagen, wo es im Sommer auch gibt, aber nicht so viel, weil wir immer wärmere Tage haben, ist es dort ziemlich matschig zu ablaufen. Also wiederum gefährlich, wenn ihr das Gefühl habt, ihr könnt hier in der Sommersandalette laufen. Okay. Ja, also das heisst hier bei der Tafel, he, könnt ihr dann, wenn ihr von unten kommt, natürlich nach oben. Wir gehen jetzt nach oben, weil die nach oben zeigt. Da unten haben wir wieder eine Verzweigung. He. Das heisst, wir könnten hier theoretisch links oder rechts. Da unten hat es eine Tafel, aber ich sage es jetzt auch hier in dem Wanderfilm mal einig. Habe ich hier noch nie erwähnt. Wenn man keine Tafeln sieht, geht man im Normalfall immer geradeaus. Deswegen die Unsicherheit hier oben bei der Verzweigung, weil dort wäre ich geradeaus gegangen. Hätte man dort nicht noch im letzten Moment sehen können.
Ja, hier rechts hat man dort im letzten Moment nicht können sehen, dass dort noch eine leicht gelb sichtbare Markierung ist. Die sind halt mittlerweile ein bisschen ausgewaschen. Da ist auch eine wieder am Baum, aber wir sind dort am Fall auf dem richtigen Weg. Wasser fließt hier nicht so viel wie am anderen Ort. Oder fast gar nicht. He? Gar nichts. Okay. Ah, okay. Nächste Verzweigung. Ja, Verzweigung kann man nicht sagen. He? Nächste Möglichkeit, wo man in eine andere Richtung könnt. Aber logischerweise wollen wir ja nicht retour, also wir gehen vorwärts. Und gehen hier geradeaus, logisch, ja, Rammstein. Perfekt. Oh, da zeige ich euch noch schnell die Landschaft. Ja, da haben wir nochmal gell. He? Jetzt gehen wir da runter. Da ist sonst nichts markiert. Also müssen wir hier runter. Hier sehen wir wieder eine schöne Aussicht, eine Landschaft. He? Jetzt ist nur die Frage, ob es dort hinten auf dem Berg ist oder ob es eher in die Richtung ist. Ich hoffe, wir werden noch mit Tafeln da unten hingewiesen. He? Ich stehe jetzt also hier, wo ich runter wollte laufen. He? Ich drehe mich hier nach links und schaue hier offen. Wie sie hinten etwas gesagt hat und ich noch mal zu ihr wollte. Und dann schaue ich hier an und denke, das sieht nicht nach einem natürlichen Felsen aus. Und ich sehe dort irgendetwas gemurzt oben drauf. Also muss ich das genauer anschauen. Und deswegen gehen wir mal hier drum auf dem Haag rum. Da ist ja ein Haag. Und schauen mal, was wir hier noch so finden. Ja, das gehen wir hier zwischendurch. Ja, so. Weil, warum gehe ich jetzt zwischendurch? Man sieht es kaum. Aber hier ist ein Schild. Wie mir die anderen zwei gesagt haben, wie ich euch vorher gesagt habe. Ich ja, weiß nicht, wie gut man das jetzt lesen kann. He? Aber da drauf steht Ruine Rammstein. Das heisst, ich habe es erreicht. Also, laufen wir jetzt mal hier hin. Ja, Moment mal. Nein, doch, ist gut, wir laufen weiter. Jetzt gehen wir mal schauen. He? Okay, jö. Kleines Dörrli. Oh, es geht nicht selber zu. Gut, so. Uiuiui. Da ist. Ja, müssen wir schauen, wo man läuft. He? Oh, vor allem, wenn es nass ist. Halleluja. So,